Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Done at Flip. In unserem heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Kauf von Fachliteratur bzw. der damit verbundenen Buchung. Dafür habe ich auch hier heute wieder ein Beispiel mitgebracht. Businessfragen.com, also in diesem Fall wir, kaufen Fachliteratur für 33 Euro inklusive 10% Umsatzsteuer. Warum hier 10% Umsatzsteuer? Es gibt in Österreich einige Dinge, welche nicht den 20% Umsatzsteuern unterliegen, sondern wo andere Umsatzsteuersätze gelten. Und in diesem konkreten Fall gilt eben für die Fachliteratur eben die 10% Umsatzsteuer. Gegebenenfalls, also damit Sie dieses Beispiel auch in Deutschland verwenden können oder in der Schweiz, verwenden Sie bitte hier einfach anstelle der 10% diesen Umsatzsteuerbetrag oder diesen Umsatzsteuerprozentsatz, welcher in Ihrem Land einfach Gültigkeit hat. Und wie verbuchen wir das Ganze jetzt? Greifen wir hier wieder auf unsere vier gelernten Schritte zurück. Im ersten Schritt müssen wir uns überlegen, welche Konten benötigen wir hierfür überhaupt. Zuerst brauchen wir mal ein Konto zum Thema Fachliteratur. Hierfür müssen wir dann einfach in weiterer Folge eben auch wieder in unseren Kontenplan schauen und schauen, ob es hierfür ein geeignetes Konto finden. Und wenn wir dann diesen Kontenplan durchschauen, so finden wir in der Kontoklasse 7 das Konto 7630 Fachliteratur und Zeitungen. Weiters brauchen wir dann eben auch noch das Konto für die Umsatzsteuer. Also, und hier müssen wir uns dann eben wieder überlegen, haben wir hier eine Vorsteuer oder eine Umsatzsteuer? Im konkreten Fall kaufen wir etwas. Aus diesem Grund haben wir hier eben eine Vorsteuer. Das heißt, wir benötigen das Konto Vorsteuer und wenn wir dann wieder in den Kontenplan gehen, so finden wir das Konto Vorsteuer in der Klasse 2 mit der Kontonummer 2500. Und unterstellen wir jetzt einmal, dass wir dieses Buch wirklich in einem oder diese Fachliteratur wirklich in einem Buchhandel gekauft haben und dementsprechend auch bar bezahlt haben. Dementsprechend brauchen wir dann eben auch noch ein drittes Konto, und zwar das Kassakonto mit der Kontonummer 2700. Also auch hier finden wir dieses Konto wieder in der Kontoklasse 2. Und dementsprechend müssen wir uns dann jetzt in weiterer Folge eben überlegen, um welche Kontoarten handelt es sich. Kontoklasse 7, haben wir gelernt, sind Aufwandskonten. Und bei Aufwandskonten wissen wir grundsätzlich, wenn es sich um eine Vermehrung handelt, erfolgt die Verbuchung im Soll. Und wenn es sich um eine Verminderung handelt, erfolgt die Verbuchung im Haben. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Vermehrung, das heißt, es erfolgt die Verbuchung hier im Soll. Ebenso handelt es sich bei der Vorsteuer um eine Vermehrung und hier wissen wir, aktive Bestandskonten, also 2500, Kontoklasse 2, aktive Bestandskonten und Vermehrung wird ebenso im Soll verbucht. Und zu guter Letzt haben wir noch das Kassakonto. Auch hier haben wir wieder Kontoklasse 2, also aktives Bestandskonto. Aber in diesem konkreten Fall wird die Kasse ja weniger, weil wir ja Geld rausnehmen. Und dementsprechend haben wir hier im Unterschied zu der Vorsteuer, wo es sich um eine Vermehrung handelt, hier eine Verminderung und wir haben die Verbuchung im Haben und nicht im Soll. Ja, jetzt wissen wir mal, oder jetzt haben wir schon die meisten Schritte durchgeführt. Im letzten Schritt müssen wir uns jetzt aber noch die Beträge ausrechnen. Wir wissen, wir haben einen Gesamt-
Bruttobetrag von 33 Euro. Wir müssen jetzt einmal schauen, wie hoch ist der Nettobetrag. Und hierfür nehmen wir einfach die 33 des Bruttobetrages, multiplizieren diesen mit 100 und dividieren diesen durch 110. Warum machen wir das? Das machen wir ganz einfach, weil wir wissen, diese 33 sind 110%. Wir müssen aber 100% herausrechnen und aus diesem Grund diesen mathematischen Schritt. Und wenn wir das dann in den Taschenrechner eintippen, 33 mal 100 dividiert durch 110, kommen wir auf ein Ergebnis von 30. Und zu guter Letzt müssen wir dann eben auch noch die Umsatzsteuer ausrechnen, weil wir wissen jetzt den Bruttobetrag von 33 und den Nettobetrag von 30. Und die Umsatzsteuer ergibt sich dann mehr oder weniger aus der Differenz des Bruttobetrages und des Nettobetrages. Und dementsprechend 33 minus 30 ist gleich, ich erlaube es mir jetzt ohne Taschenrechner zu machen, ergibt 3. Aber an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, bitte immer einen Taschenrechner verwenden, weil dadurch können einfach Fehler vermieden werden im Vergleich zum Kopfrechnen. Ja, jetzt haben wir mal die Beträge und diese müssen wir jetzt in den jeweiligen D-Konten dann eben noch eintragen. Also der Buchungssatz lautet in diesem konkreten Fall 76,30 im Soll plus 2.500, also die Vorsteuer ebenfalls im Soll, an die Kasse mit im Haben Kontonummer 2.700. Und die Beträge dazu sind die Fachliteratur Nettobetrag, haben wir 30. Die Vorsteuer haben wir hier ausgerechnet, ist ein Betrag von 3. Und Kassa, weil bezahlt haben wir hier noch nicht, also nicht die 30 Euro, sondern die 33 Euro. Und dementsprechend haben wir hier im Haben 33. Und daraus ergibt sich dann eben der Buchungssatz Fachliteratur und Zeitungen mit 30, zuzüglich 2.500 Vorsteuer mit 3, an Kassa, also 2.700 Kassa mit einem Betrag von 33 Euro. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.